alle Fallschüler und Rangelhaufen-Kinder der Judo-Schule und auch an alle Gäste natürlich. Heute findet unser letztes Videotraining in diesem Jahr 2020 statt. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann wieder hier richtig Judo machen können und ihr hier dann das, was ihr jetzt so alles durchgemacht habt, hier mal vorzeigen könnt. Dass ihr mal seht, was ihr alles so jetzt gelernt habt, dass ich mal sehe, was ihr alles noch könnt, also dass wir nicht bei Null anfangen müssen. Heute braucht ihr eure Fallunterlage, ihr braucht wieder eure Wurfpuppe oder eine Sporttasche oder sowas, weil wir heute machen, weil wir machen heute unseren letzten Wurf sozusagen, und ihr braucht einen Stuhl, der fest steht, nicht einen Stuhl mit Rollen, sondern einen Stuhl, der fest steht für die Fallschülung. Heute wäre ja eigentlich euer Prüfungstag sozusagen, eine Fallprüfung würdet ihr machen, aber das können wir jetzt leider nicht machen. Deshalb, ja, holt euch einen Stuhl, wir machen eine größere Mutprobe dann so mit euch heute, alles mit einem Stuhl. So, ansonsten starten wir gleich mit unserem Krafttraining. Ihr seht, ihr habt da schon ein bisschen was aufgebaut. Ich habe da 6 Eimer hingestellt und ich habe 3 Bälle. Wir können das Zeug jetzt mal kurz holen. Ich erkläre so nebenher so ein bisschen, was wir machen. Dann, dass ihr da nichts verpasst. Dann warte ich auch noch ein bisschen. So, ich muss diese Bälle in diese Eimer reinwerfen. Wenn ich den ersten Eimer, der ganz alleine steht, treffe, der hier, ist der ganz vorne, der ist ja ganz alleine, dann müsst ihr die Übung 30 Sekunden machen. Wenn ich in die 2 Eimer in der zweiten Reihe treffe, sind die hier, das sind 20 Sekunden, und in der letzten Reihe müsst ihr die Aufgabe 10 Sekunden machen. Das heißt, wenn ich alle 3 Kugeln in den ersten Eimer reinbekomme, müsst ihr die Aufgabe, die ich immer vorzeige oder ansage, müsst ihr 1,5 Minuten machen. Das ist ganz schön lange. Okay? Deshalb müsst ihr hoffen, dass ich nicht so viel treffe, sonst wird es für euch sehr anstrengend. So. So langsam solltet ihr alles da haben. Ihr braucht noch was zu trinken. Ja, nicht vergessen, immer eine Trinkflasche dabei haben. Ich nehme auch noch kurz einen Schluck. Weil wenn ich so viel rede, wird der Mund immer trocken. Daher immer ein bisschen was trinken. So, also einen Stuhl braucht ihr, Fallunterlage und euren Partner, sei es die Sporttasche oder eure Puppe. Oder vielleicht habt ihr auch einen Partner, einen Bruder, Schwester. Vielleicht macht auch die Mama mit, wer weiß. Das braucht ihr. Und dann legen wir jetzt los. Die erste Aufgabe ist, so oft wie ich treffe, müsst ihr die Beine auf und zu machen. So müsst ihr springen. Okay? Gucken, ob erstmal ein Stoppuhr an ist, dass wir gleich loslegen können. So, man die Hosentasche geht schneller. Also seid ihr bereit? Ihr müsst hoffen, dass ich keinen Ball treffe, dann müsst ihr auch nichts machen. Ich habe vorher extra geübt, da war nicht ganz gut. Oh! Nein! Erste Aufgabe! Müsst ihr schon mal gar nichts machen. Das ist super. Vorher habe ich alle Bälle getroffen. Mann, nächste Aufgabe. Die Beine vor und zurück. Das heißt, ihr steht in der Schrittstellung da, springt hoch und wechselt. Ihr dürft das gerne langsam machen. Könnt es aber, wenn ihr schon könnt, schnell machen. Okay? Also, jetzt. Jetzt 30 Sekunden die erste Aufgabe. Und nochmal 30 Sekunden. Eine Minute lang. Und ihr könnt loslegen. Vor und zurück. Eine Minute, ab geht's. Springen, springen. Schön vor, zurück springen. Jawohl. Sehr gut. Schön springen. Jawohl, ihr habt noch 30 Sekunden, habt ihr noch. Durchhalten. Lange Zeit. Ich sage jetzt, treffe ich auch wieder richtig gut. Noch 20 Sekunden. Nicht locker bleiben, nicht locker lassen. Ja, immer hier. Vor und zurück springen. Los, los, los. Nicht weich werden, noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2,
Eins und Stopp. Sehr gut. So, nächste Aufgabe ist eine Halteaufgabe. So, das heißt, ihr geht runter in die Hocke. So, der Popo darf nicht unterhalb den Knien sein und so halten. Ja, und dann wippt ihr ein bisschen. Ganz leicht so hoch und runter wippen. Ja, also, es geht los. Achtung, das ist die Abfahrtsübung. Wenn der Skifahrt und Abfahrt, wenn Sie mal gesehen haben, die Skifahrer da den Berg runter rasen, die sind auch immer so in der Hocke. Okay? Also, wir fahren Ski. Dann gucken wir lange. Oh, Mist. Oh. Habt ihr Glück? Müsst die Übung nicht machen. So, nächste Übung. Nächste Übung. Wir machen Hocksprünge. In die Hocke, springen, Hocke. Okay? Okay, ich wechsle die Technik. Jawohl, 20 Sekunden lang. Fertig. Und los geht's. Hockstrecksprünge. Ganz tief runter in die Hocke und ganz hoch springen, als wenn ihr eure Decke berühren wollt. Ganz tief runter und ganz hoch. Ganz tief runter und ganz hoch. Und stopp. Waren schon 20 Sekunden. So, jetzt bleibe ich bei der neuen Technik. Nächste Aufgabe: auf einem Bein springen. Ja, also sucht euch das Bein aus. Auf einem Bein springen. 10 Sekunden. Nochmal 10. Und daneben 20 Sekunden lang. Fertig und los geht's. 20 Sekunden auf einem Bein springen. Nicht das Bein wechseln, immer auf demselben Bein springen. 20 Sekunden lang. Schön auf der Stelle. So, auf ein Bein springen. Genau, 20 Sekunden. Und stopp. Gut, anderes Bein. Achtung. Oh, 30 Sekunden haben wir schon. Oh, eine Minute, das wird anstrengend. Oh, der war drüber. Eine Minute lang auf dem anderen Bein. Los geht's. Ihr dürft euch gerne im Kreis drehen dabei. Wenn es euch dann einfacher fällt zu springen. Aber auf einem Bein müsst ihr stehen und auf einem Bein springen. 20 Sekunden haben wir schon. Wir müssen noch zweimal so lange das machen. Immer auf dem anderen Bein jetzt springen. Schön hoch. Halbzeit habt ihr. Durchhalten. Oh, schon für mich schon anstrengend. Oh, aber ihr müsst ja die Aufgaben machen, nicht? Und die letzten 20 Sekunden durchhalten. 15. Und noch 10. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Gut. Oh, das war ganz schön lang, gell? Okay, neue Aufgabe. Jetzt gehen wir so ein bisschen zum Bauch hin. So, legt euch so hin, Beine hoch, Kopf hoch und haltet euch so die Beine schön oben. Ihr kennt das Schiffchen, wer es richtig gut machen will, nimmt die Hände noch lang hin und Kopf, dann habt ihr eine Schiffsspitze, hier habt ihr das Schiffsende und so haltet. Okay? So. Ich bleibe bei der neuen Wurftechnik hier. Der war daneben. Oder auch. Oh, habt ihr Glück gehabt. Alle daneben. Okay. So, nächste Übung. Kiste wegschieben. Ja. Hinlegen. Und eben hochkommen. Zwischen euren Beinen ist eine Kiste. Und die schiebt ihr weg. Wenn es anstrengend wird, dürft ihr ein bisschen mogeln. Nur ein bisschen. Ihr dürft ein bisschen die Füße hochnehmen. Und dann hier ein bisschen Schwung holen. Ja, aber besser und besser für eure Bauchmuskeln ist es, wenn die Beine unten sind und ihr so die Kiste wegschiebt. Okay? Achtung! Sekunden lang, Gott sei Dank. Fertig und los geht's. 30 Sekunden lang Kiste wegschieben.
10 Sekunden sind schon rum. Hab noch die letzten 10 Sekunden noch. Und stopp. Gut. So, jetzt versuchen wir. Nächste Aufgabe. Immer eine Katze zu machen. Das heißt, ihr liegt so auf dem Rücken, Füße sind oben, da ist der Katzendocht, Hände sind auf dem Boden und jetzt versucht diesen Docht immer, ups, hoch zu machen. Also hoch mit dem Popo, zack, euch hochdrücken und wieder runter. Hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. Und ihr könnt euch auch so vorstellen, als ob ihr die Decke hochheben wollt. Hopp, Decke hoch, wieder runter. Decke hoch, wieder runter. Aber mit dem Popo hoch, nicht so machen. Das ist nichts. Beine sind gestreckt und der Popo geht hier hoch. Ja? Das ist eine Kerze. So, seid ihr soweit? Und los. Ja. 20 Sekunden. Und nochmal 20, 40 Sekunden. Popo hoch. Und die Zeit läuft. Los geht's. 40 Sekunden lang Popo hoch. Schön hochdrücken immer. Ich zeig's gleich nochmal vor. Gleich habt ihr schon Halbzeit. Also Bein in Luft. Und mit Popo kurz weg. Popo und Rücken kurz weg von der Matte. Und ab an die Decke hoch. Hopp, an die Decke hoch. Hopp, an die Decke hoch. Die letzten 10 Sekunden. Und stopp. Gut. Wir legen uns auf den Bauch. Jetzt haben wir ein Schiffchen auf dem Bauch liegen. Das heißt, wir legen uns so hin, nehmen die Arme vorne hoch, da ist die Schiffspitze, hinten ist das Ende des Schiffs, das Heck heißt es, und dann haltet ihr euch so. Ihr müsst nichts machen, außer euch so halten. Das ist ganz schön anstrengend. Da könnt ihr hoffen, dass ich so wenig wie möglich treffe. So. Achtung. Oh, habt ihr einen Dusel. Oh, 10 Sekunden. Oh, 10 Sekunden. Okay, und los geht's. Hoch mit euch. Arme, Beine hoch. Schön oben halten. Gut, und absetzen. Sehr schön. Und jetzt sind wir vom Schiff runtergefallen. Und dann schwimmen wir. So, Arme und Beine wieder hoch und wir schwimmen hier. Ja, auch die Beine immer schön breit machen, als wenn ihr schwimmt. So, Achtung. Fertig. Also, ich muss jetzt gar keine Uhr drücken. Jetzt hier werfen. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ah, daneben. Und nochmal daneben. Oh, ich bin wieder raus. Habt ihr Glück, müsst ihr nicht machen. Sehr gut. Das ist sehr gut. Schlecht. Dann werdet ihr nicht stärker. Okay, nächste Aufgabe. Liegestützposition halten. Das heißt, es geht in eine Liegestützposition. So. Und ganz gerade halten. Achtet drauf. Hände sind unter den Schultern. Also nicht so. Ja, und Popo ist auch nicht oben. So, die Hände sind unter den Schultern. Popo darf nicht höher sein wie der Kopf. Oder auch nicht tiefer wie der Kopf. Das heißt, so ungefähr so hoch wie der Kopf muss auch der Popo sein. Ganz gerade halten. Ja, hoffe, dass es besser läuft. Eine wichtige Aufgabe. Jawohl, 10 Sekunden. 10 Sekunden Liegestütz halten. Fertig. Und los geht's. 10 Sekunden ist nicht viel. Gleich rum. Und stopp. Gut. Jetzt, der kommt gar nicht raus, der Ball. So, nächste Aufgabe. Ihr müsst euch im Ellbogenstütz halten.
Ellbogen schiebt sie so aus. Die Ellenbogen, Beine aufsetzen, euch so halten. Ja, ganz gerade, so wie ich, wir ein Brett nicht so machen. Ja, auch nicht hier so machen, das bringt nichts. So und so. Ganz gerade. Drei Aufgaben haben wir noch, dann sind wir durch. Achtung. 10 Sekunden. Oh. Oh, 10 Sekunden wieder nur. Und los geht's. Und halten. 10 Sekunden. Gut, und stopp. So. Nächste Aufgabe. Jetzt machen wir Ellbogen-Liegestütz. Das heißt, geht auf die Ellbogen, drückt euch hoch in den Liegestütz, geht wieder auf die Ellbogen. Drückt euch hoch in den Liegestütz, geht wieder auf die Ellbogen. Okay? So, seid ihr bereit? Ich wechsle mal mit der Technik, glaube ich. Oh, geht's nicht. Seid befreit davon. Müsst ihr nicht machen, die Aufgabe. Beste Aufgabe. Okay, letzte Aufgabe ist eine ganz schwierige. Ihr geht in die Hocke, ich zeig's mal seitwärts, in die Hocke, ganz rund mit dem Popo. Springt hoch, landet in der Hocke, legt euch auf den Bauch, kommt in die Hocke, springt hoch, geht in die Hocke, landet auf dem Bauch. Springt in die Hocke, springt hoch, geht wieder in die Hocke, landet auf dem Bauch. Mal gucken, wie lange das dauert. Jetzt keine Ahnung, welche Technik ich jetzt nehme. Ich nehme die Aufpralltechnik. Jawohl, 20 Sekunden. Und nochmal 10, 30 Sekunden. Sehr gut. Und los geht's, die letzten 30 Sekunden. Letzte Übung. Und immer darauf achten, dass wenn ihr gesprungen seid, auch in der Hocke landet. Nicht mit gestreckten Beinen landen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Gut, dann dürft ihr was trinken und holt eure Fallhilfe. So, heute jetzt die große Mutprobe. So, ich brauche keine Fallhilfe, nur ihr holt eure Fallhilfe, ich hole mir nur einen Stuhl. Obwohl, kann ich es besser zeigen. Ich lasse sie da, kann ich es besser zeigen. So, ich muss unseren Stuhl zu Bretter legen, das möchte ich nicht daheim. Aber sonst macht die, ja, und die Füße des Stuhls die Matte kaputt. Deshalb muss ich das so auf die Bretter stellen. Dann geht auch nicht die Matte kaputt. So, ihr bewegt über den Stuhl um eure Hilfe rum. Ich muss leider die Fallhilfe dann so rumbewegen. Ja, muss ein bisschen rückwärts, sonst seht ihr es nicht genau. Also ich mache mir nur Mutproben, mein Fall. Ja. So. Erste Mutprobe ist kurz zum Rückwärtsfallen. Das heißt, stellt euch kurz hin. Macht 2-3 Mal kurz rückwärts fallen, Kopf runter, tief gehen, warm rückwärts fallen. Ja? Macht mal kurz, ich mache 30 Sekunden, machen wir rückwärts fallen. Ja, ich stelle die Uhr ein, 30 Sekunden rückwärts fallen, Kopf runter, tief gehen, rückwärts fallen, möchte ich gerne mal kurz vorzeigen. Ihr müsst eigentlich da schon Profis drin sein. Machen wir jetzt schon ein paar Mal. Das 13. Video, was wir jetzt machen. Ja, also eigentlich müsst ihr das super, super drauf haben. Noch 10 Sekunden
Und dann kommt die Mutprobe zum Rückwärtsfallen. Und stopp. Gut. So, Mutprobe zum Rückwärtsfallen sitzt zu Hause. Ich setze auf den Stuhl drauf. Umgekehrt. Ja? So, dann rutschen wir Popo, seht ihr das? Nach unten. Bisschen runterfallen. Kopf hoch. Bam, fallen. Ja, Bein hoch, Kopf hoch. Nicht mit dem Kopf auf den Boden fallen, auch nicht so machen. Lange Arme. Fett auf den Rücken fallen. Und abschlagen. Nochmal. So. Runde rutschen. Bumm. Ihr braucht jetzt auch eine gute Fallunterlage. Das heißt, wenn ihr jetzt nur so eine Yogamatte habt oder wenn ihr nur eine Decke habt oder sowas, ihr solltet das jetzt ein bisschen, holt euch ein Polster noch, entweder von eurem Sessel oder dann wirft die Matratze raus. Sonst kann es sein, dass es euch ein bisschen wehtut daheim, wenn ihr so einen harten Boden habt. Deshalb nehmt euch eine größere Fallunterlage. Also Mutprobe 1. Rückwärts vom Stuhl. Zeit läuft. Wir machen es eine Minute. Einmal zum Testen, dass ihr merkt, okay, ich muss da keine Angst haben. Und dann den Rest richtig machen. Auch nicht festhalten, sonst fällt der Stuhl um, wenn ihr euch am Stuhl festhaltet. Ja? Richtig mutig mit dem Po rückwärts runterrutschen. So, seht ihr das wieder runterrutschen? Und bumm. Ja, wenn ihr kleiner seid, dann ist so ein Stuhl am Weg, könnt ihr die Füße da durchstecken. Geht genauso. Rückwärts vom Stuhl. Ist mir warm. Noch 20 Sekunden. Der Angstschweiß vom Fall. Noch 5. Hier noch einmal. Einmal mutig sein. Sehr gut und stopp. Okay, dann kommen wir zum Seitwärtsfallen. Seitwärtsfallen haben wir nicht so oft gemacht. Deshalb aber ist auch nicht schwer. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Nur ist ja, dass ihr den Stuhl seitlich an eure Fallhilfe stellt. Und jetzt seht ihr schon, wie ich mein Po so zur Seite runterrutsche. Könnt ihr das Bolt hier mit der Hand festhalten, so ein bisschen. Und dann, bumm, seitwärts runterfallen. Da ist es wichtig, dass ihr nicht auf den Ellbogen landet, sonst Ellbogen-Schulterschmerz, Arme lang und Kopf hoch. Nicht mit dem Kopf so bam auf den Boden knallen. Kopf oben, Muskel anspannen. Ja? Also mutig sein, Arm lang nicht auf dem Ellbogen landen. Ja? Bumm. Und auf der Seite liegen bleiben. Ja, 30 Sekunden, die eine Seite. 30 Sekunden die andere Seite. Ich sage dann Wechsel. Und los geht's. Jetzt macht das nur mal auf die eine Seite. Macht eure Lieblingsseite zuerst. Aber wenn es vielleicht nochmal richtig machen soll, dann egal. So, seitlich rutschen. Und vom Stuhl runter. Bumm. Genau, schön Kopf hoch, Beine lang. Lange Arm haben. Sauber auf die Seite fallen. Und dann die Fallhilfe und den Stuhl auf die andere Seite stellen. Und probiert es mal von der anderen Seite. Wenn nicht, wenn ihr es jetzt nicht hinbekommt und noch ein bisschen zu ängstlich seid, Zeit läuft. Ihr könnt schon anfangen. Ich zeige euch nochmal, wie ihr das dann üben könnt nochmal. Hier Fuß draufstellen, Fuß wegschieben, tief gehen und dazu auf die Seite fallen. Ja, also wer sich nicht traut hier, vom Stuhl runter, übt bitte das. Der kann nochmal diese Grundform machen. Ihr tretet plötzlich auf eine Eisfläche, zack. Euer Fuß rutscht weg, hups. Und dann fallt ihr um zur Seite. Gut, und stopp. So, Judo-Rolle vorwärts. Die üben wir auch nochmal ein bisschen. Ich zeige es nochmal vor. Ihr betretet oder macht einen Fuß auf die Matte, Stütze bauen, Rad bauen, Kopf geht nach hinten, durchrollen, stehen. Mit der Stütze abschlagen, bitte. Erst mal 30 Sekunden machen
Und dann wird es ganz spannend. So, ihr könnt auch dann nochmal euch ein Kissen nochmal extra holen. Wir werden jetzt diese Mutprobe machen. Guckt euch an, ob ihr euch das traut. Ich zeige euch gleich verschiedene Stufen dazu, die ihr machen könnt. Und stopp. Gut. So, jetzt machen wir die Judo-Rolle vom Stuhl runter. So, das könnt ihr auf verschiedene Arten machen. Nummer eins, ihr kniet euch auf den Stuhl. So. Hände runter, Stütze, Rad und weg geht's. Ja? Mutprobe 2. Wenn euch das zu hart ist, wenn ihr merkt, es ist zu hart, wenn ihr es aus den Knien macht, dann holt euch noch mal ein Kissen. Ja, noch mal irgendwas Weiches drauf. Mutprobe 2. Oh, stellt euch auf den Stuhl. Dann Schritt runter und rollt. Als wenn ihr Treppe runterfallt und ihr verpasst eine Stufe und fallt dann so nach vorne. Ja, Schritt runter und rollen. Zeigt alle drei gleich nochmal. Und die dritte Version. Draufstehen. Tief gehen. Stütze Rad. Und von da aus dann die Rolle machen. Das ist die Königsübung. Wenn ihr das dann hinbekommt mit eurer Polsterung, dann könnt ihr das üben. Ja, wenn nicht, dann lasst es lieber. Dann verletzt ihr euch nämlich nur. Ja, also nur wenn ihr es wirklich hinbekommt, dann macht ihr diese Übung. So, ich zeige mal die erste. Auf die Knie. So. Knie. Stütze. Rad. Und runterrollen. Erste Mutprobe. Zweite Mutprobe. Wenn das kann und wenn seine Unterlage weich genug ist. Draufstehen. Schritt nach vorne und gleich rollen. Er hat einen ganz schönen Schwung drauf. Und die dritte Version ist die Königsübung. Stehen. Ich baue hier schon die Stütze Rad und dann von oben runter, zack, die Rolle machen. Okay, sucht euch aus. Eine Minute Zeit und los geht's. Machen wir mal die Königsübung vor. Hier fordert es schon ganz schön viel Mut und einen weichen Boden. Ich kann das aber auch mal ohne das Ding machen. So. Als Königsübung. Tief gehen, Stütze Rad und ab geht's. Und die Mega-Profis unter euch, gibt es ja so einen, die sind schon richtig gut, die können das auch zu beiden Seiten machen. Ja? Und immer dran denken, ihr habt lange genug Zeit, das zu üben. Ihr habt jetzt 3 Wochen dann Pause und dann müsst ihr eigentlich auch das letzte auch hinbekommen. Gut und stopp. So, das war's mit dem Fall. Ihr dürft den Stuhl oder etwas darüber, Fallhilfe und Stuhl wegmachen, kurz was trinken. Und wir wiederholen nochmal die 2 Würfe von letzter Woche. Nur ganz kurz, weil heute machen wir einen neuen Wurf. Den letzten Wurf hier fürs Fallen. So, ihr braucht also eure Puppe oder eure Sporttasche oder euren Rucksack. Ich habe euch schon letztes Mal gezeigt, wie das auch mit dem Rucksack oder mit der Sporttasche funktioniert. Also, wir haben 2 Fußwürfe gemacht, wo eure Puppe oder euer Partner, wenn ihr jetzt einen habt, rückwärts fallen muss. Das heißt, ihr umarmt ihn hier unten und da, wo ich ihn umarme, hänge ich ihn von außen ein, mein Bein, dasselbe Bein.
Selbe Seite, ja. Zack, und zieh das Bein weg. Ja, noch einmal. Ihr haltet den Arm fest, umarmt ihn. Von außen einhängen. Und Bein wegziehen. So, der zweite Wurf war genau, war so ähnlich. Untenrum, ich benutze auch wieder das Bein. Aber jetzt gehe ich auf der anderen Seite vorbei. So, dann stell die Stolperstange hinten rein. Und dann kann ich mit dem Rollen das Bein durchziehen und werfen. Ja, also nochmal. Jetzt gehe ich auf die andere Seite rüber. So. So. Dann könnt ihr mit drüber drücken oder auch das Bein hier wegziehen. Okay, einmal so und einmal so. Und los geht's. Eine Minute Zeit. Diese zwei Würfe nochmal schnell wiederholen. Zeit läuft. Los geht's. Ich muss mal kurz die Arme zurechtziehen. Scheiße noch. Jetzt wird's besser. Gut. Ja. Ich zeige es mal langsam. Wir können nach oben fassen, wenn ihr wollt. Ja, geht auch. Ja, können nach oben umarmen. Hier. So, ruhig im Arm fassen. Könnt auch hier einmal so oder einmal so machen. Könnt ihr euch aussuchen, was besser ist, was euch besser gefällt. Beide Würfe gehen. Mein Lieblingswurf ist das hier. Noch 10 Sekunden. Und stopp. Gut. So, der zweite Wurf, den wir machen, ist eine Eindrehtechnik, heißt das. Eindrehtechnik bedeutet, ich drehe mich vor meinem Partner. Ich mache eine halbe Drehung. Ja, also einen Halbkreis. Zack, mache ich. Und zwar, ich habe hier die Schwunghand. Wir können jetzt um den Kopf rum oder um den Rücken rum gehen, wie ihr wollt. Könnt ihr euch aussuchen. Auch mit der Sporttasche könnt ihr einfach, die umarmt ihr einfach eure Sporttasche in den Rucksack. Mit einer Hand haltet ihr hier den Schultergurt fest und mit der anderen Hand umarmt ihr euren Rucksack, wenn ihr einen habt. Ja, also, ich mache so und gleichzeitig drehe ich. Ja. Hopp. Und ihr seht, zuerst gucke ich zur roten Wand und nach der Drehung gucke ich zu euch. Ja, und jetzt hebe ich den hoch auf meinen Rücken und balle ihn hier nach vorne. Ja. Also nochmal. Halten fest. Hand geht auf den Rücken und um den Kopf. Und dann mache ich auch mit meinem Körper so eine Drehung. Eine halbe Drehung. Ich schaue zuerst die Wand an und dann zack, zack, zur anderen Seite. Leute, guckt zuerst das Video an. Und wenn ihr die halbe Drehung gemacht habt, guckt ihr direkt auf die andere Seite von dem Video. Ja? Dann tief hoch, hebt ihn aus und dann reißt ihr an dem Arm oder am Schultergurt, je nachdem, was ihr habt, und werft ihn nach vorne. Da ist eine Eindrehtechnik. Ja? Weil ich mich drehe. Nochmal, festhalten. Umarmen, drehen, hoch. Und werfen. Ja, dann habt ihr Fußwürfe, wo nach hinten fällt und die Eindrehtechnik, wo nach vorne fällt. Okay, 2 Minuten Zeit, das zu üben. Ich zeige es noch immer ein bisschen vor. Ich zeige es noch langsam vor, ja, dass ihr das mitbekommt, wie es geht. Also, umarmen mit dem Fuß. Zack, zack. Drehe ich schnell ein, ihr könnt auch reinspringen, wenn ihr wollt. Hopp! Ja, und dann hebt ihr ihn hoch und werft ihn. Ja, ohne Partners, wenn ich zu euch gucke und ich eindrehe, zack, gucke ich zur roten Wand. Ja, so geht es dann ganz schnell.
Ich mache es mal so rum. Ich habe mir jetzt um den Kopf rum. Da. Dann mache ich mit dem Bein auch so. Hopp. Hopp. Hopp, hopp. Dann mal mit der Seite. Hopp. Hopp. Hopp, hopp. Und dann vor euch hin darf. Ich sage immer, wenn ihr drin steht, ihr müsst euch so weit drehen, dass ihr ihn anpupsen könnt. Beide Pobacken vor ihm. Wenn ich so stehe, also in der Sitze, wenn ich so bin, mein Popo ist hier, kann ich nicht werfen. Ich muss den Popo vor ihm haben. Jetzt kann ich ihn werfen. Jetzt kann ich ihn ausheben. Immer anpupsen können. Popo muss vor ihm sein. Zack, zack. Wenn euch das jetzt zu schnell geht, guckt euch das Video einfach nachher nochmal an. Ja, ihr könnt es auf YouTube, gibt es so ein Ding, das heißt Einstellungen, da könnt ihr auch die Geschwindigkeit einstellen. Dann macht es ein bisschen langsamer, dann seht ihr ein bisschen genauer, wie das geht mit den Schritten. Wenn euch das zu schnell geht. Okay? So, wichtig ist, ihr habt eine Eindrehtechnik und ihr habt eine Fußtechnik. So, dann haben wir am Boden noch Haltegriffe gemacht. Erinnert euch nochmal dran, wie lange müsst ihr den halten, bis ihr gewonnen habt. Genau. 20 Sekunden, aber werfen, wenn ihr einen werft und er fällt so auf den Rücken, volle Pulle auf den Rücken, habt ihr auch schon gewonnen. Also wenn da einen so richtig hinbreitet, bam, und der fällt auf den Rücken, habt ihr gewonnen. So, bei den Haltegriffen haben wir gemacht, wenn ihr euch daran erinnert, den Pflanzehaltegriff. So, glaube ich. Ja. Hier um Kopf, Arm, festhalten. Dann haben wir gemacht den Reiterhaltegriff. Drauf sitzen, wie auf einem Pferd, festhalten. Und wir haben gemacht Brust auf Brust. Hier, Brust auf Brust liegen. Kopf runter. Der Kreuzhaltegriff war das. Ja, wenn ihr von oben drauf guckt, sieht aus wie ein Kreuz. Ja? Also nochmal die drei Haltegriffe machen. Fernsehhaltegriff, Reiterhaltegriff, Kreuzhaltegriff. Ihr habt dazu noch eine Minute Zeit. Ich mache es auch nochmal vor. Also Fernsehhaltegriff. So, die Hand, die den Kopf abstützt, geht auch hier unter den Kopf. Und hier halte ich den Arm fest. Ja, Kopf runter. Beine, als wenn ihr lauft. Oberes Bein nach hinten. So, Fernsehhaltegriff. Dann Reiterhaltegriff. Draufsitzen. Festhalten. Ja, die Hand, ihr könnt das alles unter dem Kopf lassen. Und Kreuzhaltegriff. Brust auf Brust. Ja. Das waren die drei Haltegriffe, die wir gemacht haben. Habt noch 20 Sekunden Zeit, die hinzukriegen. Fernseher, Reiter und Kreuzhaltegriff. Das sind die wichtigsten Haltegriffe für euch. Dann haben wir noch die Befreiung gemacht. Da haben wir das Baumstammrollen und die Wippe gemacht, wenn ihr euch daran erinnert. Das machen wir auch nochmal. Ja, wir machen, wenn der mich im Reiterhaltegriff hat, hier, zack, so, der hat mich hier, hier im Kopf, so, dann umarme ich ihn ganz dolle, mache mich ganz lang und dann mache ich hier, ups, Baumstammrollen mit ihm. Und die Wippe machen wir auch gleich. Die Wippe war, der hat zum Beispiel den Kreuzhaltegriff und jetzt wippe ich mich hier hoch, hopp. Und dann halte ich ihn auch wieder fest. Also Wippe und Baumstammrollen machen. Könnt ihr Baumstammrollen aus anderen Haltegriffen rausmachen, geht auch.
versucht mal beide Befreiungen zu machen, Baumstammrollen und Wippe. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, guckt sich einfach nochmal die Videos, ich glaube Nummer 7 und Nummer 8 an, wo wir das dann gemacht haben. Müssen ein bisschen zoomen, wo es drin ist. Aber da haben wir das Ganze gemacht. Ich zeige es nochmal. Hier die Wippe, ihr wippt euch hoch, hopp. Seid mal jetzt auf eine Kiste wegschieben, dass ihr starke Bauchmuskeln habt. Halt ihn fest. Dann Baumstamm rollen. Hier, wir können auch hier den Fernsehhaltegriff machen mit ihm. Umarmen. Lang machen. Und er zieht er über euch drüber. Hopp. Wie ein Baumstamm auf die Seite rollen. So könnt ihr euch versuchen zu befreien. Es gibt natürlich noch bessere und schwierigere Tricks. Aber die reichen für euch mal. So. Und zum Schluss haben wir noch, versucht den Partner, wenn er auf den Bauch liegt, auf den Rücken zu drehen. Wenn ihr euch daran erinnert, das hier, wenn der auf den Bauch liegt, da kann ich nicht gewinnen. Ja? Ich muss ihn erst auf den Rücken drehen, dann kann ich gewinnen. Und da haben wir zwei Techniken gehabt. Einmal, das waren beides mal Baggerschaufeln, auf einmal mache ich hier einen Radlader, da geht die Schaufel so. Und einmal mache ich einen Schaufelbagger, da geht die Schaufel so. Radlader, Partner hochheben, nach vorne schieben, bam, draufliegen, Kreuzhaltegriff festhalten. Können wir den Arm holen. Das war der Radlader. Und die Baggerschaufel ging genau in die andere Richtung. Die geht so rein in die Erde. Jetzt zieht er zu euch her. Draufliegen, festhalten. Da immer am besten den Kreuzhaltegriff machen. Eine Minute Zeit nochmal für die zwei. Und dann haben wir alles nochmal durchgemacht, was wir jetzt beim Rangeln raufen gemacht haben. Ich zeige es nochmal vor. Radlader. So drunter fassen. Könnt ihr das Bein packen und von euch weg. Draufliegen. Kreuzhaltegriff machen. Und Schaufelbagger. So. Und zu euch hin. Ein bisschen ungeschickt hier mit dem Arm. Passiert noch alles nicht so. Die Arme sind meistens unter dem Körper, wenn ihr euch verteidigt. Ja. So, letzten 10 Sekunden noch. Probiert nochmal beides einmal. Und stopp. Sehr gut. So, dann dehnen wir uns nochmal. Und dann sind wir fertig. Beine lang. Und Beine nach vorne an die Zehen. Knie nach unten pressen. Gut. Fuß und zusammen. Ganz nah ran. Und hier jetzt die Knie nach unten pressen. So weit wie es geht. Gut. So, dann Ferse anfassen. Das Bein ganz lang machen. Mit der freien Hand. Aufs Knie drücken. Dass das Bein noch ein bisschen länger geht. Gut. Fuß ranholen an die Brust ran. Und Stinkefuß. Andere Seite. Bein lang. Ein bisschen Druck drauf geben. An die Brust. Stinkefuß.
Da rollen wir uns nach hinten, in den Kopf mit den Zehen den Boden berühren. Wer es schafft, mit dem Knie auf den Boden gehen. Schön ein bisschen hinten bleiben. Versucht mal mit den Knien eure Ohren zuzuhalten, wenn ihr hinten seid. Mal eine ganz nette Übung. Gut, mit nach vorne kommen, Hände zusammen. Hinter den Kopf, gerade sitzen, Kopf nach unten. Und am Schluss noch unsere Gefangenenübung. Kennt ihr schon alle, oder? Muss ich vormachen? Also gut, machen wir vor. Auf dem Bauch liegen. So, ich habe gefangen, gefesselt. Ihr müsst ohne Hände aufstehen. Zack, stehen. Mit dem Popo nach unten. Beine durch. Mit den Zähnen eure Fesseln aufmachen. Und ihr seid befreit. So. Das war das letzte Training, 13. Training für dieses Jahr. Letztes Training. Ich wünsche euch eine ganz schöne Weihnachtszeit, so gut es geht. Schönes Silvester. Und dann hoffe ich, dass wir uns nach den Weihnachtsferien sehen können und wir hier wieder zusammen trainieren können. Denkt dran, ihr könnt alle eine Gruppe weitergehen. Die Rangel-Raufen-Kinder können in den Judo-Anfängerkurs gehen. Die Fallschüler können ins Rangel raufen gehen oder wenn sie auch nächstes Jahr 7 Jahre alt werden, dürfen sie natürlich auch dann ins dürfen sie natürlich auch schon in den Anfängerkurs gehen. Das schreibe ich euch aber nochmal im Newsletter. Ansonsten schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, bye bye. Bis nächstes Jahr.